Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wallworld. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen süchtig irgendwie. Und guck mal, wie viel wir letzte Runde rausgeholt haben. Das ist ja insane. 16.000, was wir uns alles gönnen können. Oder mit Border 15 tief. Ich meine, an sich war das gar nicht schlecht, aber wir brauchen auf jeden Fall Speed gegen den Boss. Und wir brauchen mehr Leben. Leben wird prozentual geheilt. Deswegen her mit dem Leben. 5 Sekunden mehr erkaufen, weiß ich noch nicht, ne? Ah, ich würde sagen, wir kaufen den generellen Speed nochmal. Scheiße, ich hätte den... Die Missile war eigentlich immer noch stark genug, außer jetzt gegen den Boss halt. Ne, den Boss hat nicht viel gemacht, aber für die normalen Gegner war die stark genug. Lass mal sparen auf den Staubsauger. Obwohl, den kriegen wir. 5000 sollten wir zusammenkriegen, ne? Jedes Mal 5 Sekunden bis zur nächsten Welle. Ich meine, wir haben jetzt wie viele Wellen gehabt? Ja, komm. Komm, wir nehmen es einfach mit. Die Upgrades gibt es ja nicht umsonst und wir machen weiter. Boah, wie schnell wir plötzlich sind. Habe ich es zweimal gekauft, das Upgrade oder was? Ja, aber hier langsam. Oh Gott, oh Gott. Das ist hart, wenn man das gewohnt war, da vorher wie durch Butter durchzuschneiden einfach, ne? Und dann wieder... Meine Güte. Oh Gott, eine kurze Nachricht vom Staubsauger bekommen. Der hat eben festgesteckt. Ich habe ihn befreit zwischen den Folgen. Jetzt habe ich gedacht, er steckt wieder fest, aber er hat sich gemeldet. Er hat gesagt, er hat zur Station zurückgefunden. Hat er gut gemacht. Mitarbeiter des Monats. Der Staubsauger, wenn der größer ist, das bringt viel mehr. Guck mal, 5 Sekunden, bis die nächsten Gegner kommen. Das ist nicht so viel. Aber wenn man nicht zurück muss, weil der Staubsauger nicht voll wird, das ist insane. Ach, wie langsam wir auch wieder sind. Oh, Leute, das können wir nicht mit mir machen. Planen, schnell eine geile Waffe finden, damit wir keine Upgrades für die normale kaufen müssen. Wäre ich stark dafür. Ah, oh, ich vergesse, wir keine Drohne mehr haben. Aber die Rakete haben wir noch. Das ist gut. Halt. Direkt kaufen. Kaufen. Raus. Sieht schon ein bisschen größer aus, die Mine hier, aber wir werden es sehen. Gefühlt gab es in den grünen Minen am meisten, ne? Oh ja. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Vielleicht ist es ja eine Drohne. Wahrscheinlich jedoch nicht. Bleiben wir trotzdem schon mal frei für die Gewissheit, dass da nichts mehr ist. Und hoffen einfach, dass es eine Drohne ist. Boah, der Speed. Was ist das? Ah, die Docking Station. Nimm's halt mit, weil ich sowieso den Weg nochmal latschen muss, aber sonst. Sonst ist mir das doch Wumpe. Mutz. Direkt so eine weitläufige Mine am Anfang. Was ein Scheiß.
Oh Mann. Ich hoffe, da hinten gibt es noch was, das sich lohnt. Das Ding jetzt schon auf den Sack geht, weil es da hinten steht und mir nicht mehr reicht. Man zwei Blöcke mehr mit abbauen, ne? Bevor die Viecher kommen. Da geht's zu einer Waffe. Toll, das schaffen wir nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. So ein weiter Weg. Wenn das kein Laser ist, dann bin ich sauer. So. Nochmal Waffen upgraden. Da hinten finde ich gleich eine Waffe. Die könnte auf jeden Fall besser sein. Ich kaufe lieber den Laser. Ja, doch, den Mining Laser und den Speed. Sind mich auch schneller hinten und können schneller die Waffe holen. Jetzt bitte komm und mir helfen. So, gucken wir erstmal, was für eine Waffe ist. Sind wir ein bisschen bei der anderen upgraden müssen oder nicht? Es ist. Ja, Pfahlwerfer. Der war okay, aber halt. Ne, eigentlich war der gar nicht so geil. Shotgun und Laser waren viel besser. Verpiss dich, du Drecksding. Guck mal, was für mich an Zeit kostet. Mann. Es hat sich zurückteleportiert oder was, als der war. Oh, wir sind deutlich schneller. Das ist nice. Und reinbohren. Sehr schön. Oh, viel zu langsam noch dafür. Gut, wir bleiben dann wohl bei der Machine Gun. Was soll man machen, ne? Ich glaube, so schlecht ist die gar nicht. Wenn man die richtigen Upgrades hat. Und im Prinzip wieder Laser. Nur halt ohne Durchschlag. Bringt's ja was. Ich meine, es muss es ja aus einem Grund geben, oder? Aber ich merke davon halt nichts. Wir haben letztes Mal doch direkt am Anfang das Mining Upgrade gefunden, ne? Dieses große. Mit mehr Speed und mehr Mining.
Wir sind schon gleich durch mit der Mine. Na, vielleicht hilft uns noch was. Ah ja, da geht's noch weiter. Gut, gut. Ja, zu wenig fürs nächste Mining Upgrade. Das nächste Mining Upgrade braucht 25. Ich fände es schön, wenn es grün angezeigt würde, was man schon hat. Also, dass hier die in grün wären, weil die haben wir ja eigentlich, die grünen, ne? Wenn die grünen dann auch die Schrift in grün wäre. Oh shit. Die Masse tut schon weh, ne? Sind verwöhnt vom letzten Run, der war einfach so insane lucky. Kannst du keinem erzählen. Noch ein Upgrade hier drin, oder? Noch ein Upgrade? Ne, gibt's nicht. Scheiße. Oh Mann. Ja, null gelohnt, diese Mine, ey. Ich glaube, dieses Bohrding da, das reinbohrt, hole ich mir doch nochmal ein bisschen stärker. Weil das holt halt am Anfang schon viel raus, ne? Gerade wenn das schwere Steine sind, also schwer abzubauende Steine. Oh fuck. Dort sehe ich Wolken. Für die nächste Mine müssen wir dann durch die Wolken. Oh Mann. Ja, sollten reichen. Nein, einer fehlt. Oh Mann. Naja, das. Gehe ich nochmal raus dafür. Vergessen. Nice. Bitte Mining Upgrade. Oder Drohnen. 30 Drilling Efficiency. Oh yes. Verpiss dich, du Scheißteil. Da jetzt. So, auf jeden Fall das hier. Danach die Waffen. Durch die Wolken, oh Mann, mit der Waffe. Ungeil, sag ich mal. Sehr ungeil. Wahrscheinlich kommt es wieder so, dass beide Runden gleichzeitig kommen, ha? Huh?
viel zu wenig Schaden. Kriegen richtig auf die Fresse. Kriegen richtig auf die Fresse. Oh, wir hätten nicht durch die Wolken gehen dürfen. Was hätte ich sonst machen sollen? Boah, viel zu wenig Schaden. Insane zu wenig Schaden. Kannst ja keinem erzählen. Ah, sie ist dann doch scheiße. Ich wollte sie noch loben. Boah, ich drück gerade die Maustaste so fest, glaubt man gar nicht. Oh, meine Fresse. Nix wie raus aus dem Wolf. Boah, haben wir Schaden genommen. Oh Mann. Ich meine, müssen wir jetzt einfach durchdrillen, ne? Ja, das Scheißding, das ist jetzt drin, das bringt überhaupt nichts. Direkt Waffen-Upgrades und Reparatur. Wo ist das denn? Hui, Blueprint found. Death Scanner allows you to scan the size of the mine that the spider is connected to. Okay. Das bringt mir dann genau was? Ich gehe auch so oder so in die Mine, ob die jetzt tief ist oder nicht. Geben, Kram holen. Abgeben. Okay. Oh, wir könnten natürlich auch noch das wieder erhöhen. Nein. Das wäre wichtig. Können wir dafür jetzt die Waffen verkackt haben erstmal, ne? Aber wir können es dann, wir sind an der grünen Mine, aber wir können es danach reparieren. Hoffe ich doch mal. Nicht mal das Zeug, um Damage zu erhöhen. Feuerrate würde ein bisschen was helfen noch, aber sonst. Wie kommt es jetzt wieder da? Meine Fresse, ey. Oh, das ist scheiße. Kommen die Schießviecher da auch noch? Alter, wie langsam sich das Ding allein dreht, ne? Keinen getroffen im Vorbeigehen. Oh. Meine Fresse, macht die Rakete startklar. Ach du Scheiße. Und das war's jetzt auch noch mit der Mine. Oh Gottes Willen. Ja, noch eine Mine. Direkt. Ey, ich schaff den Boss nicht mit den Waffen. Kannst du vergessen. Mit der momentanen Ausbeute kann ich mir nicht mal das Staubsauger-Upgrade holen. Ah, doch, jetzt schon, okay. Nimm den Kram hier noch mit. Kannst zurück und upgraden. Hm, wohin?
Zeit verschwenden müssen wir auch nicht, ne? Der Stein hier bringt halt einfach viel zu meinen. Okay, was können wir denn machen überhaupt? Weniger Bullet Spread ist nicht schlecht. Sag mal, wie es ist, ne? Oh, die Drohne hat das letzte Mal so den Arsch gerettet einfach. Die Gegner kümmern, die gerade bei einem sind. Was hat der denn jetzt getroffen? Alter, bis die Waffe sich mal gedreht hat. Meine Güte. Den Boss sehe ich uns nicht machen, bin ich ehrlich. Den Boss sehe ich uns absolut nicht machen. Vielleicht haben wir noch eine gute Waffe. Hopp, 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 Laser. Gib mir einen Laser! Gib mir einen Laser! Ja! Gut, den können wir uns auch nicht upgraden, aber der ist wenigstens stark. Wir können auch nur einmal reparieren noch. Wir haben nicht genug Kram, um den Laser direkt abzugraden. Die Mine ist leer. Kommt her! Brauch jeden einzelnen Lidan. Fuck, 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 fuck. Ja. So, nimm den scheiß Laser. Komm, 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 komm. Jawohl, 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 jawohl. Nein, ich komm nicht an dem Typen da vorbei. Oh Mann. Den Boss besiegt. Boah. Ohne Lasergun. Keine Chance. Boah. Ist ein bisschen zäher als eben, ne? As for the Syrix are, or as they are, these are designated in the ancient scrolls, Syrix. We can say for sure that they were sent to us only as God's punishment for defiling Eden, and these creatures are here. Und raus hier. Bitte was Grünes. Ja, grün. Grün ist gut. Das wenigstens wieder ein bisschen heilen.
Also die Laserwaffe ist... Ich will mir noch eine neue Waffe finden. Also ich kenne vielleicht noch nicht alle, aber... Ich wüsste gar nicht, welche dann auch besser wäre als die Laserwaffe. Die Laserwaffe upzugraden ist halt scheiße teuer, aber die ist halt auch sehr gut. Bitte eine Drohne, bitte eine Drohne. Scheiße, ich war zu greedy. Bitte eine Drohne, bitte eine Drohne, bitte eine Drohne. Ah, Overdrive ist auch gut. Okay, noch müssen wir nicht reparieren. Noch ist alles gut. Die kosten immer so viel Zeit, nicht der hier, ne? Wir haben eine komische Hitbox. Auf jeden Fall Staubsauger-Upgrade nächstes Mal. Mann. Schnell abgeben, aber wir können gleich richtig Upgrades gönnen. Ich meine, so langsam haben wir ein paar Ressourcen auf Tasche. Würde ich mal behaupten. Dann werden wir wieder den Speed jetzt, ne? Also wir können uns auch gleich schön einmal schnell zurückbewegen. Und die Reihe machen wir noch. Speed. Gerade so. Komm, die kommen jetzt schon so einer. Meine Güte. Das haben wir, aber wir könnten nochmal. Der ist zu teuer. 20, das hält ja schon 20, ne? Also von daher. 20%. Und wir haben ein Hüdel-Upgrade mehr als letztes Mal eigentlich. Auf jeden Fall Exosuit verbessern. Brauchen wir. 50 Building Efficiency. Den, welchen haben wir denn? Den haben wir bekommen. Den haben wir gefunden einfach. Okay. Die kann man nur finden. Ah, die Docking Station haben wir ganz vergessen, wie die haben. Laser Gun ist halt insane teuer. Das machen wir jetzt einfach so. Immerhin nehmen die sich gegenseitig mit in den Tod, ne? Nochmal Drilling Efficiency, das ist gut. Das Speed brauchen wir auch wieder ein bisschen. Ob es hier nochmal weitergeht, wollt ihr mich verarschen? Oh, danke, ich wollte schon sagen. Umso weiter hinten die Ressourcen sind, desto weniger lohnt es sich halt, die rauszuholen.
Ernst jetzt hier? Auf jeden Fall nochmal hin. Reicht das? Das reicht, oder? Das reicht. Das reicht. Ja, nur 5 Sekunden extra. Oh Mann. Ich muss da nochmal hin, Alter. Das sind so viele. Gut, nach dem Kampf nochmal hin und dann. Dann ist gut. Und jetzt erstmal ein Laser Upgrade gönnen. Oder ein Suit Update. Beat. Vielleicht reicht er noch für den Laser. Ja, Spread verringern. Sollte passen. Oh, schon hier so eine. Aber für die Spread verringern eigentlich gut. Oh. Was machen die eigentlich? Nicht erlebt, dass sie was machen. Okay. Schnell hinter. Der eine muss wohl bleiben. Sorry, aber für dich komme ich nicht zurück. Einsam und verlassen müssen in dieser Höhle bleiben. Auf immer und ewig. Jump! Bam, zum Reinbohren. Oh ja, da säbeln wir jetzt durch, ey. Erstmal nach oben alles wegmachen. Weil das können wir einfach runterschmeißen, das ganze Zeug. Die ist ja richtig groß, die Höhle, ne? Aber das heißt, viel von mir an, das ist gut. Resource-Radar, ja, nett, aber naja, weiß ich nicht. Nicht so strong, würde ich sagen. Fire Rate, auf jeden Fall Fire Rate gerade. Gerade weil wir keine Drohne mehr haben. Mehr Ressourcen. Das hätte ich, ne? Ja. Bauen wir da drauf. 25% ist nicht zu unterschätzen. Da unten ist ja direkt doch eine Mine, das wird schon so kleine sein. Piu! Piu! Die sind eigentlich ganz geil, weil die mehr von den eigenen mit den Tod nehmen, als mir Schaden machen, ne? Kommt her, alle her. Direkt abgeben. Nächsten. Abgeben. Abgeben. So. Was hatte ich gesagt? Das hier, ne? Gerade jetzt, wo wir so durchsensen können. Das ist gut. Jetzt Beeilung. Der Boost ist auch nice. Ich glaube, für in der Mine ist der Boost am besten, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Für außerhalb der Mine
ist auf jeden Fall die Drohne am besten. Oh fuck, zu weit. Ja, dachte ich mir, dass das so ein kleiner Scheiß ist. Irgendwie sieht es anders aus, oder? You have angered the gods. The harvest is about to begin. When up and down change places, when the snow falls in the middle of summer, when those inside and those watching divide the great cloth, the barbarians are having a feast. Judges in chains and hail pelican. What? Da. Alles klar. Oh Gott, wir müssen da durch wieder, ey. Don't, please don't. Aber mittlerweile bin ich schnell genug, um den ausweichen zu können. Wenn ich laufe. Jetzt kommen direkt die nächsten. Die Rakete da einfach nicht gereicht hat. Fuck. Das ist ein Minenplatz, das ist gut. Rinder. Sehr, sehr schön. Halt erst nach oben, habe ich ja gesagt, ne? Noch 8 Minuten bis zum nächsten Boss. So lange überleben wir, denke ich. Und dann macht er uns wieder fertig. Aber auf jeden Fall auch Laser Guns hat nichts gebracht. Auch wenn wir jetzt einmal mehr Panzerung haben, glaube ich. Aber das reicht nicht. Wenn wir jetzt direkt auf Waffen gehen, nur. Oder vielleicht eine Chance. Jetzt nur auf Waffen gehen. Wir haben nicht mal mehr eine Drohne, ne? Ah, ist natürlich. Jetzt direkt auf Waffen gehen. Robo Spider. Ich habe halt auch kaum Zeug zum Heilen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal eine grüne Höhle finden. Sonst können wir das vergessen. Das nächste ist dann das hier. Das ist doch eigentlich das perfekte Spiel für Leute, die einen Hochkantmonitor haben, oder? Oh, der Laser senzt halt einfach weg. Hallo? Ganz vergessen, dass ich den Speed ja auch noch hab, ne? Aber das könnte eine Drohne sein. Oder Bomben. Oder ein... Ne, das Speed-Source-Roller haben wir ja schon.
Rinder, was haben wir? Resource Harvester, stimmt, den gab's auch noch. Halten wir dafür noch lang genug durch? Weiß ja nicht. Kann ich den draufbauen, während ich drin bin? Das weiß ich halt auch nicht. Ich will jetzt nicht hier die Mine, ne? Da sind noch so viel Kram drin. Gleich nochmal rein. Hol den Kram da oben. Das reicht, das reicht. Gut. Ah, das reicht doch nicht. Irgendwas ist gerade gestorben. Wie ist das denn gerade passiert? Okay. Das habe ich gesagt, ne? Spread verringern. Wo ich auch Damage brauche. Damage oder Rotation? Erstmal Damage. Noch ist die Präzision nicht so wichtig. Alter, kannst du nicht mal die Fliegeviecher anvisieren? Gefährlicher. Na gut, dass ich Damage habe. Die brauchen so schon einen Haufen Schüsse. Lebt den jetzt noch? Ist doch noch Kampf, oder? Ja. Wäre es nicht eigentlich klug, so einen kleinen übrig zu lassen? Wenn man richtig viel Leben hat, dann hämmert der da kontinuierlich drauf. Aber es fängt kein Timer für eine neue Welle an. Wird das was bringen? Die Mine hier ist hart räudig, ne? Also die Mine ist echt frech. Okay. Den Scheiß raus. Die ist super frech. Es sind schon viele Ressourcen drin. Von daher verzeihen wir es der Mine mal. Und wir müssen Laser upgraden. Dafür brauchen wir viele Lila, ne? Ich glaube. Na gut, Bohren brauchen wir nicht nehmen. Wenn wir den Boss nicht besiegen können, lohnt sich das nicht. Boss nicht besiegen können. Wir müssen jetzt alles auf den Boss setzen. Also, dass wir den besiegen können. Ich würde fast Gun Rotation sagen. Für jetzt. Und fürs nächste holen wir uns direkt den Spread, damit wir den Boss besser snipen können. Oder nochmal warten, bis die Welle losgeht, weil reinzurennen bringt nichts. Den Harvester bauen? Ja, ich weiß nicht. Kann ich den einfach so bauen? Müsste man sich mal schlau machen, ne? Scheiß Fliegeviecher, die müssen als erstes weg. Haben die halt mittlerweile auch 4 Laserschüsse aus, oder? Boah, der Spread muss auch weg. Definitiv muss der Spread weg, ey. Können wir mit Speed hier rein jetzt.
Oh, damit ist das Ding hier auch endlich leer. Ich hoffe, dass wir irgendwie noch was Cooles finden, aber nee. Ja gut, kannst du vergessen, ich komme hier nicht nochmal für 5 rein. Da schaffen wir es vielleicht lieber nochmal zu einer neuen Mine. Ja, da ist mal eine neue Mine. Nice. Oh, what? So. Warning. Fatal error detected. Sector server will be reformatted in the cycles. Okay. Das war's oder was? Naja, gab gute Rohstoffe. Noch eine Mine, noch eine Mine, noch eine Mine. Ja, ja, ja. Sehr schön. Boah, rein. Sehr schön. Ja, meine Güte, ey. Was haben wir bekommen? Die 6 Stück hier haben wir bekommen. Wir brauchen mal 40 von denen denn jetzt. Kannst du ja keinem erzählen. Ja, ich muss den Spread reduzieren. Machst du nix. Damit könnte ich einmal repairen mit dem, was ich noch hab. Und den Laser nochmal besser machen, aber ich glaube, wir schaffen es nicht nochmal, den Laser besser zu machen. Ah, jetzt sind wir viel präziser. Perfekt. Sehr viel besser. Auf der Entfernung nicht, aber auf die Nähe. Ich will gar nicht wissen, was die Viecher hier machen, oder? Oh, fuck. Ich brauch den Kram nicht, ich brauch die lilanen. Nein! Oh no! Ab, Junge! Okay, das müssen wir machen. Jetzt sind wir gleich am Arsch. Nur den Boss fokussen. Da waren wir noch draußen. Sehr schön. Fuck, 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 fuck. Boah, sind viel zu viele Viecher. So, diesmal nicht zu spät. Ja, mehr kann ich aber auch nicht. Was, wenn ich jetzt drauf gehe? Immer noch nicht mal eine Blase kaputt, ne? Nicht mal eine kaputt. Wie viel frisst er denn? Keine Chance. Nicht mal eine kaputt. Eine kaputt. Schaffen wir nicht mehr. Oh, wir haben es versucht. Schon wieder eine Stunde um, Alter. Ich glaub's nicht. Das Zeit. Das, die Zeit. Weg ist sie.
Ja, die 16.000 geben wir in der nächsten Folge aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht es auch so viel Spaß wie mir, weil mir macht es echt Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.